Um eine Situation wie in Italien, in der Corona-Erkrankte zum Teil nicht mehr behandelt werden können, zu vermeiden, appellierte der Tübinger Landrat Joachim Walter zusammen mit DRK-Kreispräsidentin Lisa Federle und der Leiterin des Tübinger Gesundheitsamtes Birgit Walter-Frank an die Vernunft der Menschen, in solchen Zeiten Rücksicht aufeinander zu nehmen. Um das Gesundheitssystem auch im Kreis Tübingen zu entlasten, entsteht auf dem Festplatz zudem eine sogenannte Fieberambulanz. Die Pressekonferenz findet im Freien und mit ausreichend Abstand statt. Der Forderung, soziale Kontakte zu minimieren oder nach Möglichkeit am besten ganz einzustellen, kommen aber viele Menschen anscheinend immer noch nicht nach. Wir stellen halt fest, und das irritiert etwas, dass wir Schulen und Universitäten jetzt geschlossen haben. Wenn sich die Menschen aber dann am Neckarufer oder in der Innenstadt von Tübingen treffen, dann entbehrt diese Maßnahme jeglichen Sinngehalts, weil sich das Ganze dann eben nur woanders abspielt. Und deshalb bitte nochmal unser Appell, Finger weg von solchen Treffen. Wenn die Menschen nicht wirklich Rücksicht nehmen auf die anderen Menschen, die gefährdet sind, aber auch auf sich selber, dann machen sie unsere Arbeit als Ärzte kaputt. Wir arbeiten seit 3 Wochen ständig. Und wir tun alles, um das einzudämmen. Und wir haben keine Chance, wenn die Menschen sich nicht dran halten und wirklich zu Hause bleiben und auch danach gucken, dass andere sich nicht bei ihnen anstecken. Während die eine Hälfte der Bevölkerung die Pandemie auf die leichte Schulter nehme, gäbe es auch die Menschen, die vor Angst schon fast panisch reagieren, so der Landrat. Weder das eine noch das andere trage dazu bei, die Krise gut meistern zu können. Die meisten Corona-Patienten hätten nur leichte Symptome und könnten die Krankheit in den eigenen 4 Wänden auskurieren. In 20% der Fälle kann die Krankheit aber deutlich schwerer ausfallen. Und genau für diese Patienten müsse eine adäquate medizinische Versorgung gewährleistet sein. Um die Kliniken zu entlasten, wird deshalb auf dem Tübinger Festplatz eine sogenannte Fieberambulanz entstehen, die theoretisch bis zu 200 Patienten am Tag ambulant behandeln könne. Wir bauen das entsprechend auf. Das werden Container sein. Stellen Sie sich bitte nicht nur die einfache Blechbüchse vor, sondern die werden auch ausgerüstet sein, dass dort ärztliche Behandlungen stattfinden. Wir haben dort die Möglichkeit, diese Patienten zu behandeln und auch adäquat zu versorgen und nicht nur das Ergebnis ihnen mitzuteilen. Zugang zur Ambulanz gehe nur über das Gesundheitsamt, den niedergelassenen Arzt oder der DRK-Leitstelle. Ein Patient, der erkrankt und einen Hausarzt hat, der soll dem Hausarzt anrufen und der Hausarzt soll sagen, ob er den Patienten selber anschauen möchte oder ob er Angst hat, beziehungsweise ob er es für sinnvoller hält aus hygienischen Gründen und Schutz für die anderen Patienten, dass der Patient eben nicht in seine Praxis kommt, sondern in diese Ambulanz, in diese Fieberambulanz. Der Hausarzt meldet den Patient dann in der Ambulanz an, sodass er sich direkt dorthin begeben kann. Im Moment werden die Container ausgestattet und sollen dann ab nächste Woche auf den Festplatz geliefert werden. Die Zahl der Container könne dann in den kommenden Wochen angepasst werden, so Federle. Auf dem Festplatz befindet sich bislang eine Virusteststation. Rund 1600 Personen wurden hier bereits getestet. Durch die Laborüberlastung werden dort ab sofort nur noch Menschen getestet, die entweder zu Corona-Patienten direkten Kontakt hatten, aus einem Risikogebiet kommen und mindestens 38 Grad Fieber und andere Symptome wie Husten haben.